Früher haben wir zum Himmel hochgesehen und uns gefragt, wo unser Platz im Universum ist. Heute blicken wir auf den Boden hinab und zerbrechen uns den Kopf über unseren Platz im Schmutz. Go für Start der Haupttriebwerke. T-10. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass nichts in unserem Sonnensystem uns helfen kann. 9. Ich habe Kinder, Professor. Wie lange wäre ich weg? 8. Ich bitte Sie, mir zu vertrauen. 7. Murph, du musst mit mir reden, Murph. 6. Ich muss das in Ordnung bringen, bevor ich gehe. Du weißt nicht, wann du zurückkommst. 5. Haupttriebwerke zünden. Hättest du ihr nicht sagen können, dass du die Welt rettest? Nein. 4. Wenn man Kinder hat. 3. Wird einem eins sehr schnell klar. 2. Du möchtest ihnen das Gefühl von Sicherheit geben. 1. Ich komme wieder zurück. Wann? Ich hab dich lieb. Immer. Potenziell bewohnbare Welten in unserer Reichweite. Das könnte uns vor dem Aussterben retten. Dann los. Denken Sie nicht nur an Ihre Familie, denken Sie darüber hinaus. Ich denke an meine und Millionen andere Familien. Vielleicht haben wir zu lange versucht, all das in der Theorie zu lösen. Liebe ist das Einzige, was Zeit und Raum überwindet. Geh nicht gelassen in die gute Nacht. Brenne, rase, wenn die Dämmerung lauert. Dem sterbenden Licht trotze, Wut entfacht. Ich schaff's nicht! Doch, das wirst du! Wir finden einen Weg. Wir haben immer einen gefunden. Hallo bei Jotki Kritik, das gerade eben war der zweite deutsche Trailer zu Interstellar und ich glaube, ich wäre so ein bisschen skeptischer, wenn ich nicht genau wüsste, dass dieser Film eben von Christopher Nolan ist und er macht eigentlich nur gute Filme zurzeit und somit ist man auf jeden Fall wahnsinnig gespannt auf diesen Film, denn das Thema ist einfach wahnsinnig vielseitig, man kann da ganz, ganz viel draus holen. Es geht eben um interstellare Reisen, denn die Menschheit weiß, die Nahrung geht langsam aus und somit suchen sie nach anderen Möglichkeiten, wo die Menschheit untergebracht wird und somit starten sie ein Projekt mit eben interstellaren Reisen und in der Hauptrolle haben wir hier eben Matthew McConaughey, der ja schon letztes Mal den Oscar gewonnen hat und ich glaube, aus dem wird zurzeit nochmal was viel Größeres, als er eigentlich schon war. Außerdem haben wir noch Anne Hathaway oder wie immer eigentlich bei Christopher Nolan-Fan-Filmen Michael Caine mit am Start und das ist eine tolle Besetzung, das ist wie gesagt ein sehr spannendes Thema und irgendwie sieht das Ganze hier schon aus wie eine sehr spektakuläre Mischung aus Gravity und Inception, irgendwie auch mit diesen ganzen geilen Bildern und vor allem auch mit diesem Mindfucking-Thema, was man hier wieder mit drin hat und wie gesagt, das ist ein Thema, das würden sicher 90% aller Regisseure ziemlich in den Sand setzen, aber bei Christopher Nolan, da bin ich mir einfach sicher, dass der da irgendwas Geiles draus macht. Insofern bin ich da ziemlich guter Dinge. Ich fand diesen Trailer ziemlich emotional und somit auch sehr traurig. Die musikalische Untermalung von Hans Zimmer war meiner Meinung nach wieder wahnsinnig gut und somit bekommt dieser Trailer von mir einfach die 9 von 10 möglichen Punkten und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Film und bin auch so ein klein wenig glücklich, dass ich den Film wahrscheinlich wieder ein klein wenig früher anschauen darf und natürlich kommt dann auch hier dazu meine Kritik. Ansonsten bin ich jetzt auf eure Meinung gespannt. Werdet ihr den Film euch auch anschauen, beziehungsweise was haltet ihr von diesem Trailer? Schreibt mir bitte all das in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns jetzt hier auf der Endcard wieder. Hier kommt ihr nämlich zu ganzen Social Media Links. Außerdem kommt ihr auch da zu der Frage zu dem Film, auf den ihr euch im jeweils aktuellen Monat am meisten freut. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf den ersten Trailer, könnt ihr den genau da klicken. Ansonsten kommt ihr da wie immer zu einer anderen Kritik. In diesem Fall eben The Guardians of the Galaxy. Super krasser Film. Klickt auf jeden Fall mal drauf. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr das Video positiv bewertet, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder und bis demnächst.